Du sprichst davon, dass Hingabe die süßeste Art zu leben ist. Du sprichst aber auch davon, dass sich die Natur nicht leicht offenbart. Was ist das, die Natur? Offenbart sich nicht einfach so. Es erfordert herzzerreißendes Sadhana, um die Wahrheit zu erkennen. Deshalb ist meine Frage, ob Hingabe genug ist. Stellst du diese Frage als Frau oder als Bankkauffrau? Als eine Frau. Wenn du eine Frau bist, ist Hingabe genug. Wenn du eine Bankkauffrau bist, ist Kopf- und herzzerreißendes Sadhana erforderlich. Ich möchte, dass du verstehst, dass es an dir liegt, wie schwer der spirituelle Prozess für dich ist, und es hängt nicht an der Natur oder an deinem Guru. Die Natur oder die Existenz oder der Schöpfer und dein Guru streben danach, es so leicht wie möglich, so einfach wie möglich, so schnell wie möglich zu machen. Denn wenn du lange brauchst, geht es nicht darum, dass du dein Leben verschwendest. Das Problem ist, dass mein Leben verschwendet wird. Wenn du es nicht packst, ist nicht die Frage, ob du versagt hast, sondern dann stellt sich die Frage, ob ich versagt habe. Du verstehst sicherlich, dass ich nicht verlieren mag. Kannst du das verstehen? Ich mag nicht auf der Verliererseite stehen. Du verstehst das. Du müsstest mal sehen, wie ich auf der Straße fahre. Ich will nicht auf der Verliererseite stehen. Wenn du als eine Frau hier bist, ist es sehr einfach. Aber du bist so vieles mehr. Ausländische Banken sind schwer zu handhaben, weil es versteckte Klauseln gibt. In jedem Vertrag, den wir unterschreiben, gibt es eine versteckte Klausel. Sie ist in Mikrobuchstaben gedruckt, sodass man ein ganzes Leben benötigt, um sie zu lesen. Deshalb unterschreiben die meisten Menschen, ohne sie zu lesen. Also radiere alle versteckte Klauseln aus. Sei einfach hier, als Frau. Ganz einfach. Wenn du nur als ein Mann oder nur als eine Frau hier bist, ist das alles, was es braucht. Man braucht dieses ganze Gerede, diesen Quatsch und Unsinn nicht. Wenn ich nur so mache, dann solltest du einfach nur hier sein. Nun, Hingabe ist eine andere Dimension von Intelligenz, welche die heutige Welt unglücklicherweise verloren hat. Nun, dieser kleine Junge, der Geige spielt, ist erst 16 Jahre alt. Er ist nicht weit weg zwischen der Begabung. Er ist nicht weit weg von der Begabung seines Vaters. Er ist ziemlich nahe dran. Es braucht nur, es wird den Jungen sehr wenig Zeit kosten, aufzuholen. Das kommt nicht vom Üben, das kommt von einfacher Hingabe. Siehst du, wie er da sitzt? Schau, wie er mit riesengroßer Liebe und Hingabe neben seinem Vater sitzt. Schau dir seine Augen an. Er sieht seinen Vater mit dieser Art von Liebe und Hingabe an. So geschieht das Lernen auf vollkommen andere Weise. Es gab einen legendären Heiligen. In Andhra Pradesh, es gibt kein Haus in Andhra Pradesh, in dem nicht wenigstens ein kleines Buch über diesen Heiligen steht. Sein Name war Vemmana. Er hieß anders, doch die Leute nannten ihn Vemmana. Also sein Name war Vemmana. Er begleitete seinen Guru. Der Junge war ein wenig einfältig. Er war ein einfältiger Begleiter. Er war so ein Dummkopf, er kapierte gar nichts. Ich habe viele von der Art. Und sie machen sich hervorragend. Sie können alles Mögliche zustande bringen. Es sind die Intelligenten, es sind die Leute, die denken, sie seien intellektuell klug, die sich bei Isha total verstricken. Die einfach gestrickten machen sich hervorragend. Jemand anderer denkt vielleicht, sie seien nichts. Aber schau dir nur das Ergebnis an, welches er erschaffen hat. Es ist hervorragend. Also, er ist ein Dummkopf. Jeder macht Witze auf seine Kosten.
eines Tages, aber der Guru ist zu dem Jungen freundlich, weil er nicht klug wie die anderen ist. Nun, eines Tages hat der Guru eine wichtige Feierlichkeit oder eine Veranstaltung, die er besuchen muss. Also geht er zum Fluss, um sich zu baden. Und mit seiner zusammengelegten Kleidung bittet er den Jungen, du hältst die Kleidung in deiner Hand, bleib hier stehen. Lege sie nicht hin, denn der Boden ist nass und sie wird dann dreckig. Leg sie nicht hin. Halte sie einfach in der Hand, das ist alles. Nun tauchte der Guru in seinem Ritual kurz unter, wusch sich, und als er rauskam, hatte der Junge die Kleidung hingelegt. Die Kleidung war dreckig. Er hatte sie hingelegt, weil, so wie der Guru ausschaute, dachte er, er brauchte etwas, sodass er sie hinlegte und zum Guru rannte. Er war ein einfacher Junge, eins nach dem anderen. Er konnte nicht zwei Sachen gleichzeitig erledigen. Weil das zwei Sachen waren, Kleidung und Guru, zwei ist kompliziert. Und der Guru sah das. Er musste nun irgendwo hingehen und seine Kleidung war verdreckt. Und er hatte ihm mehrere Male gesagt, leg sie nicht hin, leg sie nicht hin, doch er hatte sie hingelegt. Also gab er ihm ein kleines Kreidestück und befahl ihm, du Trottel, es gibt nichts, was du sonst tun kannst. Setz dich hier hin und schreibe einfach Rama, Rama, Rama auf diesen Felsen, sonst nichts. Du kannst nichts Besseres tun, mach einfach nur das. Hoffe, dass Gnade über dich herabkomme. Setz dich einfach hier hin und schreibe Rama, 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 immer und immer wieder auf dieselbe Stelle. Der Junge schämte sich so sehr. Er war so schmerzerfüllt, weil er seinen Guru enttäuscht hat. Er hatte es ihm so oft gesagt, aber irgendwie hat er es nicht kapiert. Also fing er an zu schreiben. Der Guru ging Hals über Kopf weg. Nach dem ganzen Tag, irgendeine Veranstaltung, kam er abends zurück und das Erste, wonach er fragte, war nach diesem Jungen. Wo ist er? Weil er sich wegen des rauen Tons, mit dem er zu ihm gesprochen hatte, schlecht fühlte. Er war nirgends zu sehen. Oh, ich befahl ihm, Rama zu schreiben, habe ihm aber den nächsten Auftrag nicht erteilt. Vielleicht ist er immer noch dort. Er ging hin. Und der Junge schrieb immer noch Rama. Die Kreide war schon lange abgenutzt. Sein Zeigefinger und der Daumen waren bis hier hoch verschlissen. Und er schrieb immer noch Rama, 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 Rama. Der Guru nahm ihn und umarmte ihn. Und dieser Junge, ich weiß nicht, wie viele, jemand, der darüber Bescheid weiß, könnte das sagen. Er schrieb hunderte sagenhafte Gedichte. Und selbst heute noch, nach ein paar hundert Jahren, selbst heutzutage gibt es kein Haus, in dem man Telugu spricht, in dem kein Buch von Vemanas Gedichten steht. So gut wie jedes Haus hat eins. Jeder, der lesen und schreiben kann, in dessen Haus steht eines. Und so gut wie jeder ist mit diesen Gedichten vertraut. Aus ihm ergoss sich brillante Poesie, einfach aus seiner Hingabe heraus. Also das ist, was Hingabe bewirken kann, weil Hingabe eine andere Dimension von Intelligenz ist. Hingabe ist die Intelligenz, die du als größere Intelligenz begreifst und bei der du gelernt hast, deinen kleinen Intellekt beiseite zu lassen. Das ist Hingabe. Hingabe bedeutet nicht, jeden Tag Puja zu machen oder dies oder das zu tun. Hingabe bedeutet, deine Beteiligung am Leben ist so absolut, dass nicht mal mehr du eine Rolle spielst. Deine Beteiligung an dem, was du begonnen hast, ist so absolut, dass es keine Rolle spielt, wer du bist. Dann bist du ein Ergebener. Hingabe bedeutet, sein Selbst hinzugeben. Das ist Hingabe.